Die Geriatrie in Zeitz hat wieder geöffnet. Zwar nur mit 5 Patienten, die innerhalb des Klinikums von der inneren Klinik, der Unfallchirurgie und der Allgemeinchirurgie in die Spezialabteilung für Altersmedizin verlegt werden. Dennoch, damit endet der 2-wöchige Aufnahmestopp, der verhängt worden war, nachdem Mitte Mai in dem Bereich 5 Patienten und 6 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Die letzten Testungen der 40 Geriatrie-Mitarbeiter nach Beendigung der Quarantänezeit sind weitestgehend abgeschlossen. Nur 5 Mitarbeiter, bei denen die Quarantänezeit erst am Wochenende endete, wurden noch abschließend getestet. Im Geraer Covid-Zentrum wurden seit Mitte Mai insgesamt 6 Patienten aus Zeitz behandelt. 5 kamen direkt aus der Geriatrie. 4 konnten bereits entlassen werden. Der Zustand der beiden verbleibenden Patienten ist stabil. Die Geriatrie befindet sich aktuell im Bereich der vormaligen Onkologie, denn die ursprüngliche Station wird weiterhin als Covid-Verdachtsstation vorgehalten. Mit dem Ende des Covid-Geschehens können in Zeitz nun auch wieder das strikte Besuchsverbot gelockert werden. Ab heute sind Besuche zwischen 16 und 18 Uhr wieder möglich. Jeder Patient darf allerdings nur einen Besucher für höchstens 1 Stunde am Tag empfangen. Es wird gebeten, dass die Besucher folgende Verhaltenshinweise zu beachten haben. Pflicht zum Tragen des persönlichen Mund- und Nasenschutzes, Einhalten der Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Meter und beim Betreten und Verlassen des Klinikums sind die Hände zu desinfizieren. Patienten dürfen das Klinikgelände mit Besuchern nicht verlassen und Kinder unter 16 Jahren ist der Besuch nicht gestattet.